Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video. Und wie man unschwer erkennen kann, geht es heute um diese Beauties hier. Ah, von denen lasse ich gern mein Gesicht verdecken. Es sind französische Tulpen und die sind so lang, dass ich die eigentlich... Moment, die kriege ich kaum ins Video rein. YouTube ist immer quer und das ist schon gar nicht so einfach. Aber da habe ich so eine richtig schöne Idee damit. Und ich habe auch extra ein paar mitgebracht. Nicht, dass ihr meint, dass ich keine Mühe scheue für euch fürs Video. Ja, also da gibt es eine ganz tolle Idee. Und vorher gibt es wie immer eine kleine Ladenrundschau. Es lohnt sich also immer, ja, im Laden rumzuschauen und dann auch im Video wieder so schöne Ideen abzugreifen. Also bleibt mal dran, gleich geht's in den Laden. Ich ja immer ganz gern so ein paar Besonderheiten, die ich habe. Und ach, was ich so richtig schön finde im Frühjahr, sind diese Crispy-Tulpen. Da sehen die, Moment, kriege ich das jetzt scharf? Ja, da sehen diese Fitzel hier oben, die sehen so aus wie Kokosraspeln. Die finde ich also ganz, ganz toll und malerisch. Eine meiner Lieblinge sind diese wunderschönen Bartnelken, diese pinkfarbenen. Das sind so Sachen, die ich auch nicht immer bekomme. Und wenn ich die bekomme, bin ich total happy. Diese zarten Ranunkel, da habe ich euch ja auch in einem der letzten Videos gezeigt, wie die ganz toll halten, wenn man die drahtet. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und Weltfrauentag ist, ja, es ist jetzt Donnerstagabend, morgen ist Weltfrauentag. Weltfrauentag, Nelken. Nelken sind so schöne Blüten und ich habe auch wunderschöne Nelken da. Wir haben Löwenmäulchen für längere Sträuße. Die sind auch richtig ganz kräftige, tolle, dicke Stiele. Und man sieht auch, wie knackig dieses Laub ist, weil man darf nicht nur die Blüte angucken, sondern muss auch das Laub angucken. Ja, und dann gibt es auch Gelb, Orange, Rot, also wunderschöne Blumen. Das hier sieht immer aus wie so eine kleine Sonne. Ja, es ist auch wie wenn die Sonne aufgeht. Ganz toll. Ja, Lilien, die haben noch nicht so das Licht der Welt erblickt, aber sie kommen noch. Und was immer wunderschön hält, das sind diese tollen Inka-Lilien, diese Alstromerien. Die sind auch noch so knospig. Wir haben also einen Kunden, der kann die gar nicht nehmen, weil die immer so viel länger halten als die Rosen. Und er sagt, er kriegt die nicht auf, er nimmt es nicht auseinander. Also die brauchen jetzt noch ein paar Tage, bis die so richtig schön blühen. Und da habe ich auch eine ganz dicke Vase voll. Ja, dann gibt es noch schöne fertige Arbeiten. So, hier haben wir jetzt einen schönen Strauß in Weiß mit Lilien, mit Germini. Die heißen Snoopy mit diesem schönen schwarzen Auge. Das ist auch eine meiner Lieblingssorten mit Löwenmäulchen, die ich als Kind geliebt habe. Diese schönen, ihr kennt das ja alle, ne? Dieses Mäulchen, das da aufgeht. Herrlich. Das Spielchen habe ich als Kind ziemlich oft gemacht. Ja, und dann haben wir natürlich auch nicht nur Blumen für schöne Zwecke, es gibt auch Blumen für traurige Zwecke. Es ist jetzt ein Urnenkranz, aber auch da braucht man Blumen für einen würdevollen Abschied. Und das ist jetzt hier so schön spielerisch mit Rittersporn. Ja, das hier ist Rittersporn, dieser Delphinum, und der ist ein Weißgrün gewünscht. Dazu ein schönes pinkfarbenes Herz, rosa, pink. Und auch hier, finde ich, macht diese schönen pinkfarbenen Bartnelken oder diese gefüllten Rosen machen das so ganz verträumt und zart. Ja, sehr, sehr schön. Ja, und ich war heute vor dem Video echt fleißig.
Ich habe gedacht, wenn ich das Video mache, dann möchte ich gern mein Schaufenster picobello haben und möchte gern richtig tolle Sachen drin haben. Ja, und dann hatte ich so, ich fange einfach mal unten an. Ich hatte so Ideen. Ach ja, hier von den Vogeltränken im Zweigering. Also da gibt es jetzt noch drei cremefarbene und dann sind sie weg. Ja, und hier habe ich also einen ganz besonders üppigen Zweigering gemacht mit diesen schönen Zwiebelchen. Das sind jetzt die letzten drei, die gibt es nicht nach. Mit diesem kleinen, schönen Fach, in dem einen eine Blüte reinmachen und in dem anderen das Wasser für die Vögelchen. Dann, ja, es haben so viele von euch bestellt. Sind also hier der Klassiker, mein Hasenpärchen. Da habe ich auch noch gute Vorräte, da dürft ihr noch zulangen, wenn ihr wollt. Und die sind auch so toll, die packt man dann weg. Im nächsten Jahr packt man sie wieder aus, packt sie entweder in einen kleinen Federring oder alternativ in einen Zweigering. Ja, hier habe ich jetzt auch meine, ja, ich musste das natürlich auch auszeichnen für den Laden. Und hier habe ich ganz frisch meine Zweigeringe mit Federchen, mit Weide. Das habe ich erst vor heute alles frisch gewickelt, Hasenpärchen ins Fenster gestellt. Dann habe ich Körbe genommen, habe die mit Heu gefüllt und habe hier auch einen schönen Zweigering gemacht und habe das alles dann mit diesen Eiern gefüllt. Sowohl mit Hühnereiern, ja, ihr habt ja viele von euch haben ja da auch schon. Dann gibt es die Nestchen bei mir im Shop noch, die kleinen, die habe ich auch noch drin, die haben wir auch nachgewickelt extra. Und das gleiche, damit die richtig schön präsentiert werden, habe ich auch einen Korb genommen, auch mit Heu gefüllt und habe den mit Gänseeiern gefüllt. Und das soll also so richtig schön zum Dekorieren einladen. Dann gab es hier ein ganzes Tablett mit verschiedenen Nestchen. Ja, alle möglichen Größen und es gibt zum Beispiel hier auch, das ist jetzt ein größeres Nest mit Gänseei und das ist jetzt so ein Nest, ich muss es mal aufdecken, mit einem schönen ja, Porzellanei in Grün. Das ist also ein Unikat. Straußeneier auch im Korb, ein bisschen ja, Grün dazu oder Zweige ist immer ganz toll. Und die Kameraden, die springen im ganzen Schaufenster rum, überall, oben, unten, die müssen einfach dazu. Und ja, dieses Jahr bin ich total verliebt in meine Hasis. Und es ist einfach so schön dauerhaft. Auch hier wieder ein größeres Nestchen gemacht. Nestchen ist gut. Das ist jetzt wirklich ein Nest. Das ist ein bisschen größer in Orange. Und dann habe ich hier, das ist jetzt der, ja, den liebe ich. Das ist der Maxi-Hase in Gold. Der so schön sich mit dem, ja, so aufstützt. Genau, ich könnte jetzt hier auch, könnte jetzt hier spiegelbildlich, ihr seht mich hier im Fenster, Okay, und den habe ich jetzt in den ganz speziellen Zweigering, einen Weidenkranz gepackt und den habe ich mit Kätzchen und mit hier diese schönen verzweigten Kätzchen, ja, nicht so schnurgerad. Und dann habe ich auch noch schwarze Federn reingemacht. Und die helle Weide, die also ganz frisch gewickelt ist, die ist natürlich ganz toll zu dem Gold, zu diesem Goldschimmer von diesem schönen Maxi-Hasen. Ja, also da, den stelle ich noch mit oder ohne Zweigering in den Webshop ein. Der ist 39 cm hoch, also der ist so richtig groß und ist ein total schicker Kerl und wir werden auch morgen ihn nochmal in Körbe setzen und ich werde ihn auch nochmal in Szene setzen. Frühling, ich habe wieder eingekauft und es ist ein Farbenmeer vor meinem Laden. Und die Hasen, ja, ich bin eigentlich so ziemlich zwiegespalten, ob man ihn am besten wie im Schaufenster in einen Zweigering setzt, den schönen großen Hasenkopf, oder ja, einfach so ganz pur. Ist er natürlich auch mega cool. Oder einige von euch, die haben ja auch den schönen Holzstapel nachgebaut von meinem Video. Ja, Holz vor der Hütten. Und da habe ich ihn ganz lässig in die Kiste reingesetzt. Mit ein bisschen Moos drunter. Und viel mehr Deko braucht er eigentlich gar nicht. Ach ja, und hier ist auch nochmal eine Variante. Stimmt, da habe ich auch noch einen Hasi. Da haben wir ein paar Kätzchenzweige drumherum gemacht. Den Hasen hier in ein Weidengeflecht gesetzt. Und das ist jetzt hier ein bisschen erhöht, aber ja, ihr könnt ja mal schreiben, welche Variante ihr am besten findet. Ich kann mich auch kaum entscheiden, aber ich finde sie eigentlich alle echt cool.
so, sorry, ich bin alleine, ich spiegel mich leider ein bisschen im Fenster, aber ich kann das nicht anders darstellen und ich habe auch nicht immer einen Kameramann da. Ja, aber jetzt geht's dann weiter in den Arbeitsbereich. Jetzt habe ich euch genug gezeigt und im Webshop seht ihr auch noch alles, was vorhanden ist auf Etsy. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure tollen Bestellungen, ihr Lieben. Ich habe mich total gefreut und ich habe alles mit Liebe gepackt und freue mich auch immer über eure tollen Nachrichten, wenn alles gut ankommt. So, weiter geht's in den Arbeitsbereich. So, jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen Video und zu diesen traumhaft schönen, ewig langen französischen Tulpen. Ich muss mal den Zollstock holen und ich muss mal messen, wie lang die sind, weil das ist wirklich was ganz Besonderes. Und da ist tatsächlich eine Tulpe, also die ist jetzt 77 cm hoch. Das ist echt, das ist schon ja eine richtige, ja, was richtig, richtig, richtig Besonderes. Und ich finde die auch traumhaft schön. Aber ich denke manchmal so, man kann eigentlich noch mehr daraus machen. Und ihr habt ja das letzte Mal im Video gesehen, dass ich ganz viel Weide in meinem Hof habe. Und da bin ich jetzt also rausgegangen und habe gedacht, ich schneide mal ein bisschen Weide. Und ich bin ja jemand, ich lege immer sehr, sehr viel Wert drauf, dass ich richtig schönes Grün habe. Und die Kunden, die kommen dann oft und sagen oft, boah, was haben sie denn alles an Grün? Also Grün macht die Sträuße so wertig und Grün macht so viel Stimmung im Strauß, dass ich wirklich immer versuche, auch mit den Grünsorten oder ja, wie wir die Blumen binden, dass ich da einfach nochmal so richtig, so eine richtig tolle Zusatzwirkung für diese Blumen ja kreiere. Und meine Idee war, ich kann auch mit der Weide, indem ich einfach französische Tulpen mit Weide binde, ich kann die sogar theoretisch auch ein bisschen festbinden an der Weide, oder ich sage, es ist auch okay, dass die Tulpen sich neigen und dass die fließen dürfen. Ich würde auf jeden Fall eine französische Tulpe, weil die haben ja so wunderschöne große Köpfe. Die sind ja wirklich so, ich sag mal, an die 10 cm lang sind diese Köpfe. Und also ich würde diese Tulpen auf keinen Fall kürzen, weil jeder Zentimeter ist Gold wert. Es ist einfach ein Traum. Und um diesen tollen französischen Tulpen, ihr seht, ich muss ein bisschen kämpfen mit meinen Zweigen, um denen mehr Wirkung zu geben, habe ich Weide reingeholt, schöne Korkenzieherweide. Ich muss natürlich auch ein bisschen dran arbeiten, diese Weide zu bändigen. Ja, und mein Gedanke ist einfach mit Korkenzieherweide, man kann schon sehen, so an dem Spiel, diesen Tulpen mehr Wirkung und mehr gestalterische Wirkung zu geben. Und es muss auch nicht jeder so wie ich diese riesen Vase voll französischer Tulpen haben, um Gottes Willen, sondern es reicht ja auch, dass man sagt, ich gönne mir mal 3 Stück, ja, oder 5. Und dann hat man eigentlich schon eine richtig, richtig tolle, wirkungsvolle Deko und man hat einfach mal was anderes. Und manchmal ist es auch okay. Manche sagen auch, sie hätten gern eine Blüte von eine schöne und dann sind die total glücklich. Also es braucht nicht jeder so eine Riesenvase voll. Bei mir haben die Blumen, wir sagen ja eh ganz oft, bei uns haben die viel zu viel Konkurrenz und da können die nicht so wirken. Und wenn die zu Hause, wenn man diesen Strauß jetzt vor eine weiße Wand stellen wird und wenn der zu Hause steht, dann hat er natürlich eine ganz andere Wirkung, wie wenn er hier mitten im Grün und eine dicke Vase daneben. Also die Konkurrenz ist hier viel zu groß. Ja, und deswegen, das ist kein Maßstab. Man muss immer erstmal nach Hause und sich das Ganze in Ruhe betrachten. So, ich binde diese Tulpen und ich habe jetzt einfach nur ein paar Zweige dazu. Ich binde diese Tulpen mit dem Bindebast und ich habe mir natürlich noch was Schönes überlegt, wie ich den Tulpen eine super Wirkung geben könnte. So, also ich lege jetzt mal kurz meinen Strauß zur Seite und ich habe mir eine schmale, hohe Vase habe ich mir genommen. Hier eine richtig schöne
dicke Vase mit einem dicken Glasboden. Also ich liebe Vasen, die so fest sind, dass ich auch nicht Gefahr laufe, wenn ich die mal so anfasse, dass ich dann nur ein Scherben in der Hand habe. Also Vasen zum Anpacken, genauso wie ich eigentlich auch sehr gern Menschen, die anpacken und die so ein bisschen bodenständig sind. Und ja, es ist mein Beruf ist auch wirklich ein Beruf, der einen im wahrsten Sinne des Wortes erdet. Und das liebe ich auch in diesem Beruf. Und deswegen liebe ich auch Vasen zum Anpacken, genauso wie bei den Menschen. Okay, genau. Genug erzählt am Rande. Und ja, dann packe ich diese Vasen, diese französischen Tulpen jetzt in die Vase rein. Und ich finde, dass das eigentlich schon so jetzt unheimlich viel Wirkung macht. Die Weide, die trakiert mich ein bisschen, aber braucht halt ein bisschen Platz. So, und dann habe ich was sehr Schönes entdeckt. Ich habe einen Pflanzring habe ich entdeckt. Und dieser Pflanzring, der ist aus Bambus getrockneten. Und der hat hier innen auch so eine Folie drin. Das heißt, ich kann diesen Pflanzring natürlich auch mit kleinen Pflänzchen könnte ich den bestücken. Brauche ich aber schmale Töpfchen, ja. Die Primeltöpfchen sind zu groß. Also entweder ich mache die Pflanzen aus dem Topf raus und dann könnte ich ringsum den mit Primelchen oder auch, was sich natürlich super eignet, sind bei den Narzissen oder Muscari, sind so kleine Zwiebeln, also ich könnte ihn bepflanzen. Oder was ich auch an dem Pflanzring ganz toll fand, ist, wenn ich den umdrehe, dann sieht er aus wie so ein großes, hohes Nest. Und das hat mich also total angelacht. Das heißt, ich habe den eigentlich, fand ich den sensationell, nicht so rum, wie er eigentlich genutzt wird. Ich fand ihn eigentlich falsch rum total klasse. Und dann war so meine Idee, ich könnte ja in diesen Pflanzring eine schmale, hohe Vase reinstellen. Gesagt, getan. Und dann hat es so einen Charakter, als ob diese Vase in einem Nest stehen wird. Und dann bin ich ja immer so eine Recyclingfrau. Ja, es gibt jetzt hier Narzissen, die sind abgeblüht. Da sind diese Zwiebelchen, sind auch noch alle dran. Ich hole die einfach aus dem Topf raus und vereinzel die mal. Und mach einfach ein bisschen die Erde raus aus den Wurzeln. Man kann das natürlich auch auswaschen. Das ist eigentlich ganz schön, weil die weißen Wurzeln, die sehen toll aus. Ich halte es mal in die Kamera. Hier diese weißen Wurzeln. Und ich finde auch das Grün toll. Und um das Trockene von diesem Pflanzring ein bisschen zu begrünen, lege ich einfach die Narzisse drauf. Und ich hätte auch gern ein bisschen Deko. Und ich habe dann zu Hause, ich habe Spiegeleier gemacht. Ganz einfach. Und lege dann einfach nur, damit es so ein bisschen österlich wird, lege dann ein paar Eier dazu. Kann auch einen Hauch Moos drauflegen. Aber ich finde, man muss gar nicht immer so eine wahnsinnig aufwendige Deko machen. Sondern das ist jetzt wirklich so ganz einfach, ich kann es leider kaum hochheben, doch ich kann es hochheben. Das ist jetzt so ganz einfach, wirklich nur mit einem Zwiebelchen, ein bisschen Grün was dazugelegt und noch nicht mal Federn, aber so simpel. Und dann hat man eigentlich schon eine wunderschöne Deko. Und die Tulpen, die wirken ganz toll in der Vase hier oben und können sich so entfachen. Also das war so meine erste Idee, wo ich dachte, oh, das gefällt mir total gut. Ich nehme jetzt mal die Vase raus. Die sitzt ein bisschen stramm da drin. Und die ist schwer. Die hat richtig, richtig Gewicht. Ich nehme die mal raus. Ich kann das natürlich daneben stellen. Und meine zweite Idee zu diesem Arrangement. Ja, hier zeige ich es nochmal so in der Kamera. Also ganz einfach, mit einfachen Mitteln. Und meine zweite Idee, die war, und da habe ich jetzt tatsächlich nur 5 Stück bekommen. Ich stelle das mit diesem Bambusring mal in meinen Webshop auch nochmal ein. Das ist eine Vase in Form eines aufgebrochenen Straußeneis. Hat auch tatsächlich fast die Größe wie ein Straußenei. Und das fand ich natürlich total süß, wenn das... Moment, ich suche noch mal was Passendes dazu. Ich habe das jetzt noch gar nicht so ausprobiert. Also entweder man macht ein paar Frischblumen rein oder man setzt einfach eine Primel rein in dieses gezackte Straußenei und dekoriert es so auf dem Tisch. Fand ich auch echt super, super süß. Und dieser Pflanzring hat wirklich den Charakter eines
eines hohen Osternests. Und ich glaube, also ich würde euch einfach im Webshop mal den Pflanzring und dieses Ei, weil sich das so schön in der Mitte dekorieren lässt, das würde ich euch einfach mal so einstellen. Und als ja in Kombi, weil ich weiß, manche sagen, ich hätte gern nur das eine oder das andere. Aber ich muss natürlich auch mal ein bisschen gucken, dass sich die Pakete lohnen und dass ich nicht nur für das kleinste Teilchen Pakete losschicke. Und wenn man dann also so ein kleines Arrangement nur dekoriert und selbst wenn man nichts, ja, wenn man keine Blüte hat, ich finde auch so ist es schon so dekorativ. Und wenn ihr dann irgendwann sagt, oh, ich möchte gern Muscari pflanzen, also entweder ihr nehmt einfach eine Narzisse oder Muscari, ich hole mal eine. Ich zeige euch das nochmal damit. Moment, bin gleich zurück. So, also auch so ist dieses Ei. Wirklich ein totaler Hingucker und man braucht eigentlich nicht mal Heidelbeere, man braucht nicht mal Moos, es ist total süß, wie es da drauf sitzt und es ist auch, das Schöne ist, das ist von innen so lasiert und es ist wirklich wasserdicht lasiert, so dass man es auch noch als Vase nutzen kann, theoretisch. Und damit, weil es ist jetzt nicht so hoch, ja, damit auch die Blumen gut drin stehen, würde ich einfach zum Beispiel als gestalterischen Tipp, ich würde mir beim Floristen einen Bund Heidelbeere holen, würde diese Heidelbeere so schön Kopf an Kopf, ja, dass es so schön dicht ist, und dann die Heidelbeere, ja, so ein Bündel hier abschneiden. Und dann einfach die Blüten reinstellen. Ja, die Heidelbeere abschneiden, Blüten reinstellen und dann ganz lässig. Und dann kann man auch die Tulpen zum Beispiel einfach so rausgucken lassen aus der Heidelbeere. Das ist zum Beispiel auch noch eine andere Idee. Aber ich fand es auch, also ich muss sagen, so einer meiner Favoriten, weil das jetzt so zart ist, einer meiner Favoriten ist tatsächlich auch wirklich das Primelchen in dem Ei. Wobei man natürlich den Rand und diese schöne gezackte Struktur viel besser sehen kann, wenn es so eine aufrechte Pflanze ist wie die Muscari. Ja, und das ist jetzt so meine kleine Idee des Tages. Also entweder lange, hohe Vase in die Mitte, einfach ein bisschen was drauflegen oder Frühlingsblüher, kann man auch später eine Kalanchoe im Sommer oder auch eine kleine Zimmerpflanze. Ja, und wie gesagt, die Deko einfach drauflegen. Zwiebelchen kann man ja auch immer. Diese Zwiebeln, also wenn man die ein bisschen schöner will, dann kann man die auch ein bisschen schälen. Dann sind die natürlich heller. Man kann auch noch mehr Wurzeln abmachen. Also das geht ja ein bisschen sauberer, wobei ich finde, es ist sehr dekorativ so. Aber die haben eine wunderschöne Farbe und die Wurzeln einfach auswaschen, einfach im Eimerchen schön waschen. Und dann sieht das natürlich auch noch schöner aus, wenn das so hell ist. Ja, und schon ist eine ganz einfache Deko. Mit dem Spiegelei machen, fertig. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Und ich bin natürlich wieder gespannt auf eure Meinung zu meinen einfachen Deko-Ideen, die man so schön einfach lässig machen kann. Und ihr findet in meinem Shop auf Etsy, findet ihr sehr viel. Gibt auch einige, die mich anmelden. Aber es ist natürlich im Shop ist es so schön einfach, wenn ihr was bestellt. Ihr bestellt, bezahlt. Und ich habe tatsächlich heute haben jetzt zwei bestellt bei mir, auch der Maxi-Hase oder auch wieder die länglichen Körbe. Und es ist bestellt worden und ich habe sofort, war auf dem Weg zur Post und ich habe die gleich rausgeschickt. Und es geht natürlich, geht rucki-zucki. Das ist natürlich der Vorteil, dass es einfach sehr, sehr einfach ist und sehr lässig. Und ihr könnt da auch eine Nachricht dazu schreiben. Und wenn ihr sagt, ihr hättet gern noch, eine hat zum Beispiel, die Ute hat gesagt, sie hätte gern noch ein bisschen Korkenzieherweide, weil sie wollte es gern in die Erde stecken und wollte selber welche Wurzeln lassen. Andere schreiben, sie hätten gern ein orangenes Band zu einem Kranz oder. Schreibt einfach eure Wünsche noch dazu. Es könnt ihr alles dazu schreiben. Und ich freue mich einfach auf alle Rückmeldungen, Kommentare, Anregungen, Bestellungen und ja, überhaupt. Schön, dass ihr da seid. Und ich sage jetzt ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal schicke ich euch ganz blumige Grüße. Und ja, wünsche euch nur das Beste. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.
Guten Morgen, es ist Weltfrauentag, die Sonne scheint. Ich war auf dem Großmarkt und habe die schönsten Blumen gekauft. Und ich muss euch mal einen kleinen Eindruck von meinem Auto. Hier sind die schönsten Rosen, wunderbare, knackige rote Rosen, tolle Calandre. Ein schönes Grün zum Dazwischenbinden, knack, frisch. Und die nennt sich hier Hornfeilchen Trio, weil das sind immer drei Farben zusammengepflanzt. Und es ist sowohl hier gelb, blau und dieses schöne Rot, als auch diese drei Blautöne. Und ja, ich habe ganz viele Hornfeilchen. Und in den ganzen Kisten darunter, da sind die ganzen Blumen drin. Ja, hier kann man es erahnen. So, hier sind die Blümchen drin. Und hier drauf habe ich immer die Anti-Rutschmatten, damit meine Ladung richtig gut und sicher steht. Und ja, es ist jetzt heute von der Ladehöhe, das geht heute eigentlich noch. Aber das Auto ist voll und ich fahre jetzt erstmal zum Laden und wir schneiden an und starten in den Weltfrauentag. Ich wünsche euch, das Video kommt ja am Samstag raus, aber ich hoffe auch, dass ihr einen schönen habt, beziehungsweise dann gehabt haben werdet. Und so beende ich heute das Video mal mit dem Einpacken meiner schönen Schätze. Diese bunten Eichen für die kleinen Nestchen, die gelben Gänseeier. Das wird alles schön gebunkert und kommt jetzt auch ins Auto. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Macht es gut, genießt den Sonnenschein, bleibt gut drauf. Und ich sage einfach bis bald, eure Margit. Tschüss, macht's gut.